Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Sniper Elite 4. Da sind ein paar Feinde. Keine Spur von ihm. Ich halte besser die Augen offen. Die Mafia scheint sich auf der Werft selbst bedient zu haben. Die Mafia. Bisschen Sprengstoff erschüttert. Hier ist nichts, was ich verwerten kann. Vorsicht ist besser als Nachsicht. Ich geh mal rein, bevor er um die Ecke kommt. Ich brauche Sprengstoff. Das wäre eine schöne Sache. Das ist ein Buch. Hat er den Leichnam nicht schon gefunden? So anpfeifen oder irgendwas. Hoffentlich passiert bald mal was. Konzentrier dich auf deine Aufgabe, Kumpane. Kumpane? Ich weiß nicht, der müsste es nicht mal sehen oder hören. Andererseits sind die Nahkampf-Kills immer recht laut. Mir ist langweilig. Warte mal, habe ich einen Generator gehabt? Der da steht jetzt auf. Mit. Ich bin ganz einsam. Ich da hoch, das sieht nicht so aus. Thank you.
Der Mann sieht wichtig aus und hat bestimmt was Nützliches dabei. Hier wird's gleich rund gehen. Wie der Hut noch weggeflogen ist. Das war doch nur der Generator. Ein technischer Defekt. Das kann ja mal passieren. Ich muss den Zielhafen dieser Ladung herausfinden. Okay, eine Explosion ist jetzt auch nicht das Wahre. An Oberst Emmerich Groß, Lorino-Werft, von Major oder Major Klaus Rossbauer, Giovi Fiorini, Datum 25. Juni 1943, Betreff Werftsicherheit. Ich habe Ihnen gegenüber bereits zuvor meine Bedenken bezüglich der Sicherheitslage auf der Werft in Lorino geäußert. Wie Sie wissen, sollen Sie in Bälde gewisse Komponenten in Empfang nehmen, die wesentlicher Bestandteil der Kriegsanstrengungen sind. Sie dürfen dem Feind unter gar keinen Umständen in die Hände fallen. Aus diesem Grund werden wir die Truppenpräsenz an Ihrem Standort beginnend mit dem 1. Juli signifikant erhöhen. Beachten Sie bitte, dass diese erhöhte Präsenz auch Jägertruppen umfasst, die von General Böhm persönlich angefordert worden sind. Wir erwarten somit keine weiteren Vorkommnisse, was die Sicherheit betrifft. Mit freundlichen Grüßen, Major Klaus Rossbauer. Lieber die Kombination haben. Die wird dann wahrscheinlich der Offizier dort unten haben. Schussfolge höher, aber alles andere bringt mir gar nichts. Ich glaube, die müssen sich mal wieder beruhigen. Der ist nicht so der Typ, der hier hochkommt, oder? Mir auch noch ein bisschen Dorn im Auge. Ich habe hinter Schloss und Riegel aufbewahrt. Sonst nichts. Gut. Jetzt holen wir uns den Tresor.
nicht mehr Diebstahle. Ne, ich glaube, das sind noch R-Punkte. Nicht mehr Diebstähle. Suchen Sie nach Mafia-Abschaum. Genau, wonach ich... An Oberst Emmerich Groß von Major Hans Dorfmann im Auftrag von General Heinz Böhm. Status streng vertraulich. General Böhm will die verbleibende Lieferung nach Alagra bringen. Koste es, was es wolle. Verschiffen Sie über den bereits besprochenen Standort, damit unser gemeinsamer Freund sich darum kümmern kann. Außerdem sollen wir diesbezüglich die Sicherheitsmaßnahmen anziehen. Diese Lieferungen sind zu wichtig, als dass sie der Mafia in die Hände fallen dürfen. Dazu werden Truppen von anderen Standorten in der Region herangezogen. Laut Dokument ist die Fracht für Alagra bestimmt. Und es gibt Probleme mit der Mafia, die auf der Werft lange Finger macht. Gut zu wissen. Der hat uns eine Tellermine gebracht, der Offizier. Vielleicht kommen wir so durch. Also da hinten durch. Weil da muss ich nur den einen umnieten. Hast du nichts? Oh, enttäuschen. Einfach nur enttäuschen. Oh. Führt das wohl hin? Einmal durch? Hier so hin? Bringt uns nur nichts im Prinzip. Könnten wir zwar dann hier so weiter abarbeiten, aber... Oh, jetzt nicht so viel gewonnen. Oh. Vielleicht sind auf der anderen Seite mehr Versteckmöglichkeiten. Also auf der Seite dann. Natürlich. Er ist tot!
So geht's auch. Das hier wird sehr nützlich sein. Lieber Tilz? Lieber Tilz, wir hoffen, bei dir ist alles in Ordnung. Bei uns in Burgstein ist alles gut. Deine kleine Frieda ist wohlauf. Aber sie vermisst ihren Papi. Ups. Sie sagt, du sollst so viele englische und amerikanische Soldaten umbringen wie möglich. Deine Frau Pauline. Pauline. Oder Pauline? Weil Pauline klingt jetzt nicht sehr deutsch. Der Papi kommt nicht wieder. Bin schon ein bisschen hart. Und wären es einfach nur Nazis, denkst du so, ja gut, tut ja niemandem weh, aber wenn dann solche Briefe noch auftauchen, das ist nicht jeder von denen ist ja so ganz freiwillig da. Muss man ja auch sehen. Gut, noch drei, aber die hängen halt echt krass beieinander rum. Hier gibt's nichts mehr zu finden. So, die Leiche wird auf jeden Fall früher oder später gefunden. Von einem von denen jetzt. Wahrscheinlich von ihm gleich. Im Prinzip ist es egal. Und jetzt tatsächlich den genau diesen Weg, wo sie ihn nicht sehen. Sind die Sachen wie, da fehlt noch einer.
Lieber Tobias, ich hoffe, du hältst dich von allen Gefahren fern, so gut es eben geht. Diese Uhr hat meinem Vater gehört. Ich bin sehr unglücklich. Okay. Hä? Deine dich ewig liebende Mutter. Er wird wahrscheinlich gleich die Leiche sehen. Ernsthaft? Gut, versuchen wir mal durchzukommen hier. Oh, das sieht sehr gut aus. Den sollte ich schnell einstellen. Jetzt sollen sie sich erstmal beruhigen. Ich gehe ein bisschen weiter zurück. Dann können wir eine Aufnahmepause machen. In der Zeit können die da sich beruhigen. Also, ich hoffe, es hat euch gefallen und ich hoffe, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin.